Frank Thiel heißt seine Rolle im Münsteraner Tatort, sorgt für Topquoten, bis zu 12 Millionen Leute schauen zu. Der Fall gerät völlig in Vergessenheit. Es ist eine geile Ego-Show dieser Spitzenschauspieler. Und einer ist heute hier und wir freuen uns sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Axel Prahl. Rastatt! Oh, 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 oh. Blick aufs Meer. Axel Prahl und das Inselorchester. Dankeschön. Man gewinnt den Eindruck, lieber Axel, dass du lieber Musiker geworden wärst als Schauspieler. Ich wollte ursprünglich eigentlich tatsächlich Musiker werden. Das ist wahr. Bist du aber jetzt auch. Und ich hatte es leider nicht so gut getroffen wie der Martin, der... Also vielleicht war auch das Talent nicht ausreichend, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich damit nur wenig Geld verdienen, weil mit Gitarrenunterricht... Aber warst du nicht Straßenmusiker auch? Sehr gezogen irgendwie. ja, Straßenmusiker ich war 3 Monate mal in Spanien unterwegs und musste dann von der Musik leben, das war hart. Da habe ich sehr abgenommen. Meine Mutter war richtig gehend erschrocken. Aber hast du die Kelly-Family getroffen? Weil die haben ja damals auch irgendwann in Spanien... Ja, die haben auch so angefangen. Ja, genau. Irgendwie haben wir alle so angefangen. Ihr alle. Ne? Mittlerweile sind die Konzertsäle ja auch voll, wenn du mit dem Inselorchester auftrittst, in Deutschland zumindest. Mittlerweile geht es ganz gut, hat natürlich der große Erfolg des Tatorts auch dazu beigetragen. So ist es. Du schreibst die Texte selbst? Ich schreibe die Texte und die Lieder selber, komponiere auch die Melodien und auskomponiert, also die Streichersätze und so weiter, macht mein kongenialer Arrangeur Danny Chuk. Mhm. Willst du auch über Schauspiel reden oder nur über die Musik? Wir können auch nur über die Musik reden. Ganz viel ihr wollt. Ich denke mir, dass du wahnsinnig viel Tagesfreizeit hast, weil wie oft stehst du vor der Kamera für den Tatort? Ich so gut wie nichts zu tun. Weil ich stelle mir also immer wirklich vor, das Beste ist Tatort-Kommissar sein, sonst gar nichts machen, davon leben können, weil dann hast du wie viel? 30 Drehtage im Jahr? Höchstens, oder? 30! Weniger? Weniger? Viel weniger, oder? Ja, viel weniger. Ah, herrlich. Ja, natürlich, 23 Drehtage. Jeder will jetzt Tatort-Kommissar. 23 Drehtage, und das ist schon hochgegriffen. Also bei der letzten Produktion, wir haben jetzt gerade wieder einen abgedreht, da hatten wir nur 21 Drehtage, weil ein EP-Team, also Electronic Kit, noch Münster-Landschaftsaufnahmen gemacht hat. Weil das muss man dazu sagen, der Münster-Tatort wird nicht in Münster gedreht, sondern in Köln. Er wird in Köln gedreht. Alles fake. Also nicht alles, aber also wir sind leider Gottes aus finanziellen Gründen nicht so häufig in Münster, wie wir uns das so wünschen würden. Ich finde die ja fantastisch. Diese Autoren sind ja wirklich großartig. Ich weiß nicht, wie viel verändert ihr beide dann auch noch, was die Dialoge betrifft? Das wird alles so leicht. Das ist eine Pointensicherheit, die wirklich, da können wir jetzt 5 Scheiben abschneiden. Und eine, vor allem das und das ganze Gefüge ist so genial. Das Tempo ist so geil. Alberich, dann diese blonde Assistentin. Mein Tempo ist sehr langsam. Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja, mir auch. Und wir können... Herrn Prahl nicht gehen lassen, ohne dass er uns eine Kostprobe seines musikalischen Talents liefert. Was wirst du spielen? Heute fange ich an. Und ich habe gehört, du machst mit? Ja, soll ich? Das wäre toll. Kommt, ihr spielt's auch nicht. Ja. Wir spielen. Meine Spaghetti sind leer, ich spiele ohne. So eine kleine Session. Ich hab viel zu lang gewartet. Ich hab ewig nicht kapiert. Dass wenn ich nicht bei mir anfange, dass dann einfach nichts passiert. Und so lebte ich Tag aus, Tag ein, belanglos in den Tag hinein, hab alles mitgemacht. Und alle anderen haben mir gesagt, was ich will und kann und was ich mag, und haben sich totgelacht.
versuchen. Heute mach ich den ersten Schritt und nehme mir Zeit für mich. Morgen sehen wir dann, was hat sich verändert, was ich wirklich bewegen kann und was unverrückbar bleibt. Sehr cool. Lebenszeiten, Zeit zu leben, das sind zwei verschiedene Schuhe. Handy aus, zieh alle Stecker, unerreichbar, Türen zu. Heute fang ich an. Heute werd ich's versuchen. Heute mach ich den ersten Schritt und nehme mir Zeit für mich. Morgen sehen wir dann, was hat sich verändert, was ich wirklich bewegen kann und was unverrückbar bleibt. Axel Prahl! Axel Prahl! Toll! Martin Grubinger! Dankeschön! Wirklich toll! Vielen Dank! So, ich bringe Sie lieber her. Wieso? Hast du Angst? Dankeschön euch! Vielen Dank! Danke! Ja, danke dir! Lieber Axel, das ist für mich das größte Geschenk, dass ich mit Martin hier zusammen dieses Lied, danke, das ist. Ja. Mit uns nicht, oder was? Ja, was? Mit euch natürlich auch. Ja. Wir haben uns auch Mühe gegeben. Ja, stimmt. Schaust du nicht selbst Tatort? Ja, ja. Kennst du Adele Neuhauser? Und ja, das natürlich. Adele Neuhauser, das kommt schon ganz an dich ran. Ich liebe sie. Wirklich, die sind beide großartig. Also Krasnitzer und... Ja, Neuhauser ist wie total gewonnen auch. So. Ja, absolut. Ja, sie ist großartig. Aber wir sind ja auch die Quotenkönige hier in Österreich. Ja, recht. Aber ihr seid die in Deutschland, oder? Ihr seid die gesamtdeutschsprachigen Quoten. Teilweise 12 Millionen Zuschauer, das ist ja... Das kann man sich kaum vorstellen. Tja, nee. Ja. Euer Vertrag geht schlimme bis 2020, Geschichte. Habt ihr gesagt, macht ihr das? Werdet ihr weitermachen? Oh, fängst du jetzt hier mit dem... Nein, ich frage nur. Weil ich finde ja, was ich ja schön fände, Grissemann ist da anders als ich, ja. Ich finde ja am allerschönsten, nie mehr aufhören. Einfach immer so weiter, jede Woche. Nee, ich bin eher bei Grubinger. Mit 40 Geschichte studieren. Mit 40 höre ich auf. Aber das Schöne ist, weil du das angesprochen hast, man merkt ja auch, dass Jan-Josef Liefers und du, dass ihr privat befreundet seid. Das merkt man meiner Meinung nach im Spiel. Ja, hast du schon mal mit Leuten gespielt, die dir extrem unsympathisch waren und hast du dann deine eigene Leistung auch als schlechter empfunden, als wenn das ein Team ist, das sich in Harmonie auflöst? Also ich bin in der Tat sowieso auch am Set ein Mensch, der eigentlich immer versucht, weil Film reißt immer an der schwächsten Stelle, sage ich immer. Deswegen versuche ich immer, dass die Rädchen ineinander laufen. Und da ist wirklich das kleinste Rad, das da dabei ist, angefangen jetzt auch von Maske und Kostüm und so weiter, ist wahnsinnig wichtig. Und eine Atmosphäre, in der man auch scheitern darf, weil nur dann hat man die Möglichkeit, auch wirklich sich auszuprobieren. Und wenn man sagen kann, okay, wenn es daneben geht, geht es eben daneben, aber wir versuchen das jetzt mal. Den Bart trägst du nur privat, in der Rolle nicht? Den trage ich privat, ja, lustig, weil Jan-Josef rasiert sich den immer sofort ab, wenn der letzte Drehtag war und ich lasse mir dann meinen Bart. Das heißt, Jan-Josef Liefers hat den Bart für die Rolle und du bist ohne Bart für die Rolle. Das ist richtig. Ja. Ist das richtig? So, das hast du total gut erkannt. Ja, weil ich er rasiert. Genau. Das hast du gut gemacht. Das war gut. Haarscharf. Ja, also unglaublicher Analytiker. Ja, ja. Wie ist es, wenn dir Leute, ich meine, du bist ja in Deutschland. Hat das Zeug zum Kommissar. In Deutschland.
In Deutschland kannst du ja unerkannt nicht mehr zum Aldi gehen. Es kommen dann Leute auf dich zu, die sich denken, mein Gott, der Frank Thiel ist doch einer von uns. Und die klopfen dir auf die Schultern. Ach, und sagen, lade mich mal einer von Bier. Ich hatte aber auch schon andere Erlebnisse. Ich war mal im Magdeburger Dom unterwegs und habe mir da die törichten Jungfrauen angeschaut. Und dann schlich da so ein Mann immer so rum. Und ich dachte, na, wann kommt er? Und irgendwann kam er dann auch und sagte zu mir, Entschuldigung, sind Sie der Mann von der Firma für die Bleiverglasung? Ja, aber, ja, das verstehe ich. Das ist aber dann ganz großer Vorteil, dass du jetzt nicht so wirkst wie, weiß ich nicht wer. Wie Michael Jackson. Wie Michael Jackson oder ja. So. Sondern du bist dadurch irgendwie viel echter, weil du möglicherweise auch theoretisch der Glastyp sein könntest. Ja, aber das ist nicht ein Klischee. Nein, ist das ein Klischee? Aber ich könnte auch ein Mörder sein. Ja, klar. Natürlich. Ja, welcher Glaser ist kein Mörder? Natürlich, also, eben, oder? Ja, natürlich. Der Mörder aber auch war der, immer der dich Glaser. Gefragt hat, könnte ein Mörder sein. Ein sehr berühmtes Lied, der Mörder war immer der Glaser. Ja, das ist gut. Was ich gelesen habe, was ich interessant fand, dass der, ich weiß nicht, ob das für alle Tatorte gilt oder der. Entschuldige. Ich dachte schon, ich muss ewig sitzen. Entschuldige. Seit Grissemann behindert ist, geht da gar nichts mehr. Ich, was ich interessant fand, ist. Glas auch. Bei Herrn Pallfrader das ging das irgendwie zackiger. Warst du bei Pallfrader auch? Ja, da war ich auch schon. Lass mich bitte die Frage formulieren. Ja, natürlich. Was ich gelesen habe, gilt das nur für den Münsteraner Tatort, dass es ein Tatort ist und ich habe die Redewendung noch im Kopf. Der in permanenter Gegenwart sozusagen spielt. Das heißt, deine Tochter oder deine Frau wird im Laufe der Jahre gar nicht älter. Ihr werdet auch nicht älter. Ist das ein Prinzip? Mein Kind bleibt 12. Das Kind bleibt 12 seit 17 Jahren. Seit 2002 ist es 12. Nein, jetzt im letzten, ich glaube im vorletzten, haben wir einen gedreht, da ist er dann schon etwas älter. Also es gab ja früher noch viel, viel striktere Anordnungen, was man im Tatort zu befolgen hat, eine Tatort-Bibel mehr oder weniger. Mord muss nein, mindestens welche? Nach so es so viele Minuten. Schon Dogmafilm eigentlich, mehr oder weniger. Also welche Regel? Also die Leiche muss immer in den ersten 3 Minuten da sein. Aha. Es ist immer aus der Sicht der, du knirschst da unten. Ja, wegen den scheiß Spaghetti, die da unten liegen. Dachte, tut mir leid. Die Knie sind jetzt auch schon in der Nein. Arthrose, totale Arthrose, extrem. Nein, Moment, knirscht. Leiche nach 3 Minuten. Weitere ja, Leiche nach 3 Minuten. Ja, du merkst, ich lenke immer gerne von diesem Thema ab. Interessiert dich das? Das nervt mich. Um Martin Grubinger noch einmal ins Gespräch reinzuholen, bist du, nein, gar nicht. Bist du auch Fan von Münsteraner Tatort? Ich gestehe nicht. Ich habe es gesehen, aber nicht gewollt. Ich bin kein intensiver Tatortseher. Ich gestehe, Axel, du verzeihst mir. Natürlich verzeih ich dir. Um die Zeit läuft meistens nur ein Fußballspiel auf The Zone. Ich gucke auch erst immer ab 23 Uhr, weil da kommen die interessanten Beiträge. Da habe ich beispielsweise deinen Beitrag gesehen vom ich glaube, es war auf Dreisat, da war ein Bericht über. So, jetzt hängst du durch und ich verabschiede mich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wirklich bedanken uns hier bei dem hochsympathischen Besuch von Axel Prahl und Martin Grubinger heute.